Tauchen ist für mich mein Leben. Ohne das Meer kann ich eigentlich mir ein Leben gar nicht vorstellen. Sobald man abtaucht, weiß man, man muss sich jetzt konzentrieren, man ist wirklich im Hier und Jetzt. Keine Handys, keine Computer. Man erlebt auf jeden Fall immer irgendwas Schönes unter Wasser. Wir sind Abenteurer und Wissenschaftler gleichzeitig. Das Forschungstauchen besteht halt aus dem wissenschaftlichen Teil, aber auch dem großen handwerklichen Teil, wo man unter Wasser arbeiten muss. Da brauchst du immer ein Team und einen Partner, auf den du dich gut verlassen kannst. Und die Partner finde ich in Submarkus. 5 Leute sich gefunden haben, die gleiche Leidenschaft, die gleiche Passion für die Meere, für das Tauchen teilen. Das war auch sicherlich einer der Hauptgründe dafür, überhaupt Submarus zu gründen. Um ein Team zu werden, muss man sehr, sehr lange miteinander arbeiten und man muss sich natürlich auch sehr, sehr gut verstehen. Wir verstehen uns tatsächlich unter Wasser blind. Wir vertrauen auch aufeinander. Man muss absolutes Vertrauen haben beim Höhlentauchen, beim Wracktauchen. Diese Bandbreite, die wir anbieten, die findet man, glaube ich, so nicht in Deutschland. Arbeit unter Wasser ist immer schwierig und komplex. Jeder von uns alleine könnte nicht diese Aufgaben durchführen. Für mich ist der schönste Auftrag der, den man als Team zusammen erledigt. Das passiert eben nur, indem man viele Jahre zusammen taucht und eben auch diese Erfahrung mitbringt. Das ist sicherlich auch so ein Alleinstellungsmerkmal von Submarus. Du brauchst ein gutes Team, du brauchst eine gute Ausbildung, du brauchst eine gute Ausrüstung. Und wir lieben natürlich Herausforderungen und komplexe Projekte. Wir können das, wir machen das.